Ich bin Christian Döller, bin Medien- und Installationskünstler, bin 1987 geboren und in Darmstadt aufgewachsen. Zur Kunst bin ich gekommen, eigentlich über die Fotografie. Also ich habe schon recht früh angefangen zu fotografieren, habe mich dann erstmal für die Naturwissenschaft, also Physik, entschieden, habe das auch 2 Semester studiert und habe dann aber doch gemerkt, dass ich lieber in die Kunstrichtung weitergehen will. Und habe dann also Fotografie studiert, Fotografie und Medien. Und da ist es schnell irgendwie in eine freie Richtung gegangen. Also habe ich dann mit freier Kunst eigentlich in der einzigen freien Kunstklasse an der Uni Abschluss gemacht, mit einer Rauminstallation. Und dabei ging es mir dann schon darum, dieses wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Interesse in meine Arbeit mit einzubeziehen. Also habe ich sozusagen eigentlich die Physik dann in der Kunst gemacht, könnte man so sagen. Meine eigene Physik. So. Und dann habe ich nochmal ein Studium in Weimar draufgesetzt, an der Bauhaus-Uni, Medienkunst. Da geht es sehr stark um Kunst und Technologie, also Synergien zwischen beiden. Und jetzt gerade versuche ich eigentlich alles wieder in meiner Arbeit zu verbinden. Also teilweise fotografische Ansätze, Dinge, die ich in Bielefeld noch gemacht habe, also Rauminstallationen, Skulptur und so weiter. Manchmal auch Events oder performative Sachen. Und eben das, was ich dann in Weimar dazu noch gelernt habe, das Technologische oder das Programmieren und das Digitale. Also ich glaube, ich habe einfach ein Interesse, Dinge, die auf eine bestimmte Funktion ausgerichtet sind, von einer anderen Perspektive zu beleuchten. Sachen zweckzuentfremden, auseinanderzubauen, wieder neu zusammenzusetzen und so weiter und zu gucken, was passiert. Das ist in gewisser Weise eigentlich auch ein Interesse daran, sagen, eine eigene Welt zu bauen und die neben die existierende zu setzen. So im Verlauf von meinem Studium in Bielefeld ist es eigentlich passiert, dass ich auch so von der angewandten Fotografie irgendwie abgesehen habe. Also am Anfang habe ich da angefangen und dachte, ich will irgendwie Magazinfotograf werden oder weiß ich nicht, will vielleicht so journalistisch als Kriegsfotograf arbeiten, dokumentarisch oder so. Und ich habe aber schnell gemerkt, dass das Angewandte irgendwie nicht das ist, was mich wirklich interessiert, sondern eher irgendwie das Interesse darin gesehen, auch auf philosophischer Ebene, sag ich mal so ganz, ganz weitgreifend oder so, über Sachen nachzudenken oder auch über die Fotografie nachzudenken selbst und dieses Medienreflexive mehr in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, dieses Medienreflexive, also was ist die Fotografie und wie beeinflusst sie unsere Wahrnehmung, so, ich glaube, das hat mich dazu gebracht, in so eine freie Richtung weiterzugehen und andere Fragen zu stellen, als die vielleicht in der angewandten Fotografie gestellt werden. Die Arbeit ist im Prinzip eine Art Datenlabor. Das besteht aus mehreren Maschinen, die auf unterschiedliche Arten arbeiten. Es gibt 3 Kategorien von Maschinen. Eine Kategorie, das sind Scanner, die nehmen Objekte aus der Außenwelt und formen die in digitale Darstellungen um, also in Daten und Bilder. Dann gibt es Maschinen, die Dinge wieder ausproduzieren, also die zeichnen können, fräsen können, dergleichen mehr. So. Und dann gibt es Maschinen, die in diesem System wiederum eine Schleife bilden, also die ein Feedback zwischen den beiden anderen Kategorien herstellen. Ich spiele dabei auch eine Rolle, deswegen ist es auch irgendwie performativ, weil ich sozusagen die Maschinen aktiviere oder diese Installation überhaupt aktiviere. Aber nicht nur ich, sondern auch Besucherinnen, die von außen in das Labor kommen und sozusagen daran sich beteiligen, an dem Prozess der Umwandlung der digitalen. Die Daten sind natürlich irgendwie Träger von Informationen. Und
diese Information wird in dem Prozess der Umwandlung immer wieder verändert. Also durch die Einbindung der verschiedenen Maschinen verändern sich die Daten, verändert sich die Information auch wieder und letztendlich verändert sich das eingegebene Objekt auch. Also es wird ja ein Objekt auf den Scanner gestellt, es wird dann digitalisiert, daraus entstehen Daten, die im Fluss durch dieses Datenlabor modifiziert werden. Und am Ende kommt was raus, was vielleicht dem Objekt überhaupt in keinster Weise aus unserer Sicht mehr entspricht. Also eigentlich sozusagen keine große Ähnlichkeit mehr hat. Es geht ums Verstehen, ums Verarbeiten. Es geht um Missverständnisse, die dabei passieren. Und es geht aber auch um unsere Sicht auf die Dinge und unsere Sicht auf das Digitale. Also wie unterscheidet sich sozusagen unsere Wahrnehmung von einem Objekt zu der digitalen Repräsentation von dem Objekt? Und in der Stillen Post ist es ja sozusagen so ähnlich. Man gibt sich Informationen weiter, die vielleicht individuell ganz anders verstanden werden von der jeweiligen Person in der Kette. Und am Ende kommt was ganz anderes dabei raus und das hat meistens ja dann auch irgendwie einen Witz, was ja auch charmant ist und was in der Arbeit vielleicht auch ein bisschen enthalten ist. Also das hat mich schon in mehreren Arbeiten zuvor auch interessiert, sozusagen welchen Einfluss haben Menschen auf die digitalen Prozesse, wie stehen die sich gegenüber und welche Qualitäten unterscheiden sich auch zwischen Mensch und Maschine. Das Algorithmische oder das Digital-Systemische fragt ja eigentlich erstmal nach Regeln oder es folgt Regeln ganz strikt und hat, also es gibt eigentlich recht wenig Interpretationsspielraum in dieser Zusammenschaltung der Maschinen. Was dabei aber auch wieder reinspielt, der menschliche Faktor, ist der Produktionsprozess der Maschinen selbst, also die habe ich ja alle selber gebaut und ich bin ja kein Ingenieur, auch wenn ich mal 2 Semester Physik studiert habe, hat es mir jetzt nicht das Handwerkszeug gegeben, um richtig präzise 3D-Scanner zu bauen oder ähnliche Geräte. Das heißt, die Sachen sind irgendwo auch immer so ein bisschen zusammengebastelt, ja, in Anführungszeichen, und dadurch entstehen auch Fehler, auch wieder in Anführungszeichen, also ganz wichtig, einfach Abweichungen von der Perfektion. Alles, was man beurteilt, kann man nur beurteilen, weil man es aus einem Vergleich heraus tut. Und das passiert in diesem Datenlabor eigentlich ganz genauso. Also man gibt einen Gegenstand ein, optimalerweise aus dem häuslichen Umfeld, an dem man sich schon gewöhnt hat oder so. Vielleicht hat man auch eine bestimmte Geschichte mit dem Gegenstand erlebt oder man hat den irgendwie von einer Reise mitgebracht oder so. Man gibt den in dieses Datenlabor ein, überlässt den Gegenstand auch dem Datenlabor und ersetzt den sozusagen durch diese digitale Repräsentation, die man zurückbekommt. Das heißt, man hat im Endeffekt eigentlich einen direkten Vergleich zwischen der eigenen individuellen subjektiven Wahrnehmung von dem Gegenstand und der maschinellen Wahrnehmung von dem Gegenstand. Und in diesem Vergleich, glaube ich, kommt man vielleicht oder wünschenswerterweise zu einer anderen Perspektive auf die Dinge und denkt vielleicht auch nochmal anders über die Dinge nach. Nicht nur die Dinge, sondern auch über die digitalen Systeme, die man eigentlich täglich benutzt, auch in der Kommunikation. Also das Original wäre jetzt im Rahmen meiner Arbeit das Physo und das Abbild wäre ja das Zitter. Also deswegen heißt es ja Zitter Data Lab und genau, das Physo ist eben der Gegenstand, der eingebracht wird. Und die beiden bewegen sich eigentlich auf Augenhöhe. Also es ist gar nicht so, dass jetzt das eine das wertig gesehen höher gestellte ist, also das Original, ja, das Ursprüngliche, das Auratische oder sowas. Und das andere nur so eine billige Kopie davon, ja? Sondern woran ich eigentlich arbeite, ist, dass man das Digitale anerkennt als einfach eine andere Form und eine andere Materialität von etwas, das man vorher Realität genannt hat. Das Digitale ausgrenzend, aber mich interessiert,
das Digitale eigentlich in die Realität mit einzubeziehen und zu sagen, es ist einfach eine digitale Realität. Also eine digitale Form der Realität und das andere ist die physische Form der Realität. Aber beide sind eigentlich auf Augenhöhe und existieren parallel zueinander. Das Spiel mit der Realität, ja, spielt eigentlich in allen oder in vielen Arbeiten der letzten vielleicht 5 Jahre oder so, die ich gemacht habe, eine große Rolle. Also auch, also und einfach darin, dass man jedes Mal fragt, wieso glaube ich an das Wort Realität oder was bedeutet das Wort eigentlich für mich und was verstehe ich darunter? Und wie könnte ich Realität noch verstehen? Also wie könnte ich noch auf meine Umwelt, auf mich selbst und so weiter schauen? Ich habe gerade an meiner Masterthesis geschrieben und da ging es darum, was eigentlich Virtualität bedeutet. Weil also der Begriff wird sehr inflationär benutzt und der ist eben auch irgendwie so ein Grundstein dafür, das Digitale vom Realen zu trennen oder das Virtuelle vom Realen zu trennen. Ich habe es dann versucht, schon so zu lösen, wirklich die Philosophen teilweise zu lesen und zu gucken, was haben die zu dem Begriff Virtualität gesagt. Ja, so kam ich dazu, sozusagen diese Arbeit zu machen, die aus bestimmten Begriffen der Philosophie, in der es um die Frage nach der Realität geht, Sätze herstellt. Also es gibt dann Sätze wie zum Beispiel wahre Wahrheit bewahrheitet reale Realität. Diesen Zufallsgenerator der möglichen philosophischen Sätze habe ich an eine Antenne angeschlossen. Das ist sozusagen so ein rauschender Input. Eigentlich ist dieser rauschende Input also ein Nebenprodukt von der kosmischen Hintergrundstrahlung tatsächlich, unter anderem. Ja. Und über diese Sehr schön. Antenne wird dann sozusagen entschieden, welcher Begriff als nächstes an die Wortkette kommt. Und wenn der Satz fertig ist, dann läuft er einmal über so eine LED-Anzeige von links nach rechts drüber. Und wenn der einmal drüber gelaufen ist, dann kommt er auch nie mehr wieder. Es mag jetzt vielleicht erstmal so klingen, als hätte das damit nicht viel gemein, aber der Begriff Nutzen und Zweck irgendwie von der Sache, der interessiert mich schon auch sehr. Und ich sehe den auch in diesen Arbeiten irgendwie verankert darin, dass ich sozusagen die Kamera nicht als das benutzt, als was es konventionellerweise, irgendwie anerkannterweise benutzt wird, sondern indem ich das eigentlich umdrehe, dem, wie es benutzt wird, eigentlich den Rücken kehre und sage, ich gucke jetzt aber irgendwie anders auf dieses Teil. Und in dem Fall war es halt so, dass ich gesagt habe, so, okay, alle benutzen, oder ich ja auch, benutzen Kameras, um damit Fotos von der Außenwelt zu machen. Und dann war halt der Schritt zu sagen, okay, ich nehme den Objektivdeckel, tue den auf die Kamera und mache dann ein Foto und bin gespannt, was dabei rauskommt. Also es gibt einmal die Strategie von diesem auf das Nichts zu schauen, also wie bei dieser Kamera zum Beispiel und somit das Medium selbst zu Wort kommen zu lassen. Das ist dieser generative Aspekt von Technologie, der mich interessiert. Die andere Strategie wäre, dass ich mich selbst oft in die Arbeiten mit einbeziehe und einerseits mein Unvermögen, also meine menschliche Begrenztheit durch meinen Körper irgendwie, auch dadurch, dass ich nicht in allem Spezialist sein kann, aber es vielleicht trotzdem mache. So, und das andere ist irgendwie auch in Bezug auf meine eigene Anteilnahme an meiner Arbeit. Ist die Frage, wie weit komme ich als einzelner Mensch und wie weit komme ich auf eine Ebene, die eigentlich erstmal also die genauso große Fragen stellt wie bestimmte Institutionen, die eigentlich groß gefördert werden oder so. Also zum Beispiel CERN oder so, die machen riesige Experimente, Fragen nach dem Ursprung der Welt. Und mich interessiert aber auch, wie kann ich selbst alleine als Einzelner, als Individuum nach dem Ursprung der Welt fragen und vielleicht auch Apparate bauen, die im Endeffekt eventuell auch Schlussfolgerungen zulassen oder
bestimmte Theorien zulassen, die halt aus meiner eigenen Welt entstehen oder so. Also ich habe mit der Arbeit schon früher angefangen, irgendwie vor einem Jahr ungefähr. Die Idee hatte ich schon länger. Habe mir immer gewünscht, so einen Fuhrpark aus Scannern und Printern zu haben, die irgendwie Daten an sich gegenseitig weitergeben. Dann habe ich damit einfach mal angefangen, habe geschaut, wo es so hingeht, habe verschiedene Maschinen gebaut, erste Daten da durchgeschickt und so weiter. Und wollte dann eigentlich auch diese Arbeit machen. Dann kam die Corona-Situation dazu und ich habe gemerkt, dass es eigentlich total an Relevanz gewinnt dadurch, weil ja viel nur noch so über die digitalen Formen passiert. Also man irgendwie skypt oder benutzt diverse andere Videocall-Varianten, schaut sich Ausstellungseröffnungen im Internet an, hört Podcasts und so weiter. Und diese Frage, was in der digitalen Transformation, also der Umwandlung der Form, irgendwie verloren geht und was hinzukommt, das ist ja da auch eine ganz große Frage. Also wir werden irgendwie flach, platt so auf dem Bildschirm, verlieren dadurch die Plastizität unseres Körpers, so wenn wir auf der Videoleinwand erscheinen im Videocall. Aber gleichzeitig wird auch was dazu gerechnet, kommt auch was hinzu, kommen andere Möglichkeiten hinzu. Also ich glaube, dieser soziale Aspekt der Corona-Situation spiegelt sich darin auch wieder. Also dass es irgendwie nach Hause kommt, zu allen nach Hause kommt. Also das Objekt wird abgegeben, es kommt ein digital modifiziertes Objekt wieder raus. Und das ersetzt eigentlich das ehemals oder das ursprüngliche im häuslichen Umfeld. Und ja, dieses Nachhausekommen von dem Prozess der digitalen Umwandlung ist eigentlich auch sozusagen in der Corona-Krise so beobachtbar. Also einerseits gibt es viele Positionen, vor allem aus den 90er Jahren, die irgendwie in der Technologie eine Ablösung der echten, so geliebten physischen Welt sehen. Das sind so eher dystopische Positionen, die interessieren mich weniger. Was mich interessiert, ist das Hierarchische, was die Technologie eigentlich mitbringt. Also, dass gefragt wird, so, wie sind eigentlich die Machtverhältnisse in so einer digitalisierten Welt und welche Einflüsse haben diese Algorithmen auf unsere Entscheidungen und auf unsere Gesellschaft. Und diese Machtverhältnisse spielen auch in meinen Arbeiten eine Rolle und damit muss ich mich jedes Mal auch wieder aufs Neue auseinandersetzen. Also es gibt da keine finale Lösung, sondern es ist eigentlich jedes Mal wieder ein Punkt, an den ich stoße, wo ich mich selber fragen muss, habe ich jetzt hier ein System erschaffen, das eigentlich autoritär ist? So, und wie kriege ich diese Autorität wieder aus dem System raus? Genauso hier auch. Und diese Frage ist eigentlich auch Teil von meinem Arbeitsaufenthalt hier, weil ich das ausprobiere, mit den Menschen und dieser Interaktion mit reinzunehmen. Und diese Hierarchien, die einerseits durch das Performative entstehen, aber die andererseits auch durch diese Nutzung der Maschinen und der Technologie entstehen, die versuche ich ganz genau zu beobachten und zu gucken, wie kann ich die wieder brechen oder wie kann ich die anders ausrichten. Ich glaube, als Künstler ist es vielleicht gar nicht so einfach, so einen im Schnellschussverfahren jetzt ein interessantes Projekt auf die Beine zu stellen, das sofort auf die Situation reagiert. Zumindest aus meiner Sicht ist es nicht die Art, wie ich jetzt arbeite. Vielleicht können das andere spontaner entscheiden. Aber ich glaube, dass sich sehr, sehr viele Sachen durch die Corona-Krise verändern werden, also auch gesellschaftlich. Und manche hoffentlich verändern werden, andere leider. Und ich glaube, der Auftrag der Kunst ist es jetzt in dieser Zeit irgendwie einmal Utopien zu entwickeln. Wie soll es weitergehen? Also bestimmte Sachen brechen weg, da sind Leerstellen entstanden. Und ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Künstler
die Chance bekommen, an dem Neuaufbau der Sachen, die in diese Lehrstellen wieder eingefügt werden, teilzuhaben und dafür Ideen zu entwickeln und Visionen zu entwickeln. Wie könnte die Welt irgendwie besser sein oder anders sein in bestimmten Gesichtspunkten? Einerseits dieser utopische Aspekt und andererseits natürlich auch immer so ein Blick darauf, was nicht verloren gehen darf. Ja. Also es geht viel verloren und manches ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass es verloren geht. Ja. Aber was davon darf nicht wegbrechen und was muss auf jeden Fall bewahrt werden. So. Und, ich glaube, den Fokus auf solche Sachen zu setzen, ist auch noch mal ein zweiter Auftrag, bei dem Künstler irgendwie eine Rolle spielen, KünstlerInnen. Ich bin jedenfalls, glaube ich, nicht der klassische Galeriekünstler, der jetzt 20 Versionen von einem Bild macht und die versucht zu verkaufen. Das ist weniger, was mich interessiert. Mich interessiert eher, Arbeiten zu machen, die wenig greifbar sind, die im Moment funktionieren, die erlebt werden können, die vielleicht auch gar nicht so unbedingt super konsumierbar sind. Da sind viele Sachen vorstellbar und ich finde viele Sachen da auch interessant und ich glaube, der Aspekt, wo wird die Arbeit gezeigt, muss irgendwie auch immer ein Teil von der Arbeit sein und deswegen auch wandelbar. In Bezug auf meine eigene Arbeit spielt der Betrachter eine ziemlich große Rolle, weil natürlich diese Rückkopplung im Kopf oder so oder beim Betrachten der Arbeit eine große Rolle spielen. Also die Veränderungen, die geschehen, die Gedanken, die dabei stattfinden und so weiter, sind ein wichtiger Aspekt. Aber gleichzeitig versuche ich oft auch Arbeiten zu machen, die auch auf den Betrachter irgendwie reagieren oder die sich selbst auch verändern, sodass sie nie zu Ende betrachtet werden können. So. Was bei einer guten Malerei aber auch zutrifft. Ja, die kann man irgendwie in einem Jahr wieder besuchen oder alle Jahre wieder und man wird die immer anders sehen. Das Objekt, was ich mitgebracht habe, hat eigentlich recht viel mit dem zu tun, was ich vorher über meine Arbeit gesagt habe und auch so ein bisschen über den Human Factor, also den menschlichen Faktor in Bezug auf die Technologie. Das ist eine Schiebelehre, mit der wird gemessen und man misst eben irgendwie Abstände, Tiefen, Breiten und Innendurchmesser und so weiter. Und diese Schiebelehre ist aber nicht unbedingt die allergenaueste, aber das ist eigentlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich die so mag. ich habe ein paar Mal überlegt, ob ich mir eine digitale Schiebelehre kaufen soll. Aber habe mich dann oft dagegen entschieden, weil ich das eigentlich ganz gut finde, dass man nicht ganz genau ablesen kann, wie die Maße sind. Zum Beispiel hat auch mal eine Professorin von mir gesagt, die schon sehr viel Schlaues gesagt hat, dass man irgendwann auch wieder Sand in die Maschine streuen muss. Und ich glaube, der Sand in der Maschine bei dieser Schiebelehre ist eben, dass sie nicht digital, nicht zu genau ist, sondern auch ein bisschen wackelig und irgendwie mit so einem Daumendruck verschiebbar ist. Also genau. Und andererseits mag ich auch sehr daran, dass es irgendwie ein total schlaues Objekt ist. Also es hat drei Funktionen, die miteinander in direktem Zusammenhang stehen. Und man kann drei verschiedene Dinge damit messen. Und das finde ich, also solche Sachen mag ich, die so ganz einfach funktionieren, aber ziemlich effizient sind. So. Das ist einfach ein schlaues Teil. Ja. Also ich glaube, das ist einfach generell was, über was man gerade in der Kunst viel nachdenken muss, weil Ressourcenverbrauch und so weiter in verschiedensten Bereichen, also genau, und bei mir spielt es insofern eine Rolle, als dass ich meine Maschinen, die jetzt ich hierher mitgebracht habe, zum Beispiel, aber auch schon andere, die ich gebaut habe, recycle aus alten, ausgedienten Elektronikgeräten, oft Consumer-Elektronik, also handelsübliche Drucker, Scanner und so weiter, die ich eben auseinandernehme und hacke,
und daraus dann eben irgendwie was anderes mache. So. Ja, also insofern sind die Sachen teilweise nachhaltig. Ich glaube, bei mir ist es so eine Art Hybrid. Also ich benutze auch manchmal 3D-Druck, um Sachen herzustellen. Das ist natürlich dann auch wieder Plastik, den man in die Welt bringt, aber ich versuche das auf einer möglichst minimalen Ebene zu machen und auch wirklich nur das zu drucken, was wirklich gedruckt werden muss. Und möglichst viel zu nehmen, was ich irgendwie recyceln kann und was ich bei anderen Maschinen ausgebaut habe, neu kombiniere und daraus wieder dann was herstelle, was für die Maschine, die ich jetzt hier habe, dann wieder funktioniert. Wo sehe ich mich in einem Jahr? Ja, weiß nicht. Also hoffentlich irgendwo, wo ich immer noch ähnliche Dinge mache, wie ich sie jetzt mache. Mit Objekten, die sich, oder mit Projekten, die sich bis dahin irgendwie in eine Richtung entwickelt haben, die ich noch nicht, von der ich noch nicht das Gefühl habe, dass ich sie in irgendeiner Form verstanden habe oder so.